Ein weiteres Abenteuer steht bevor. Ich habe einen lustigen Fahrauftrag bekommen. Ich fahre jetzt von Zürich in Richtung Paris. Ich muss dort den Studentenbude ausräumen und das Material dann ins Fürstentum Liechtenstein bringen. Das darf ich ganz allein machen mit meinem Auto ausnahmsweise mal. Das wird dann proppe voll sein. Und was wir auch noch machen. Übrigens, da ist noch der Ernst Bumme dabei. Jawohl. Wir fahren jetzt auf Paris und machen dann sozusagen einen Tag privat frei und gehen Paris anschauen. Und am Samstag räumen wir schnell das Zimmer und fahren wieder zurück auf Zürich. Und das Interessante ist, wir kommen jetzt dann an Zoll bei Basel. Der ist bis vor 3 Tagen ist dann noch zu gewesen nach Frankreich. Und sind wir alle gespannt, wie das funktioniert in Frankreich, ob es uns überhaupt dort reinlässt. Und ob wir den ganzen Tag mit der Maske rumlaufen oder nicht, werden wir alles sehen. Und melden wir dann später wieder. Angekommen in Frankreich. Am Zoll in Basel. In der Hoffnung, man lädt uns nach Frankreich rein. Oh, da fehlt es jetzt ein Bus. Toll. Kein Mensch da, die Zöllner wollen nicht arbeiten. Hat ja wunderbar geklappt und schon sind wir auf der Autobahn Richtung Flughafen Basel. Und fahren jetzt Richtung Paris. So, jetzt wird es. Hier rüber. Alle wollen in die Schweiz. Niemand will in Frankreich. Mit ein paar Lastwagen da, leck mich. Das hört ja nicht auf. Und jetzt müssen wir daran denken, in Frankreich sind alle Autobahnschilder blau und nicht mehr grün. Oh ja, jetzt hast du das Ende der Kolonnen erreicht.
Wir haben jetzt das Hotel verlassen. Das ist bei der Elite-Universität außerhalb von Paris. Es ist Freitagmorgen, wunderbares Wetter und wir haben jetzt uns in ein Nachbarstädtchen verschoben. Der Kollege hat gesagt, es gäbe da irgendwie interessante Häuser. Da haben wir beschlossen, dass wir die Steinhäufen noch mal anschauen. Es ist ziemlich bombastisch, die Steinhäufe. Wie man sieht hier im Bild. Und wie das aus der Nähe aussieht, schauen wir jetzt an. Leider findet die Stadtrundfahrt nicht statt. Wir haben jetzt nach langen Telefonaten und WhatsApp herausgefunden, dass die Busse nicht fahren. Und jetzt haben wir den Zufall entdeckt, nämlich da unten. Da sind alle parkiert, die Touristenbusse, und warten wegen Corona irgendwie länger als geplant. Und wir hoffen, dass wir jetzt das Geld zurückbekommen von unseren Tickets und gehen zu Fuss Paris anschauen.
in den Rückspiegel, statt das eigentlich filmen. Oder? Das ist der Sicherheitsmann da hinten mit dem... Zimmerinhalt und das muss dann morgen am Sonntag noch ins Fürstentum Liechtenstein. Also ein weiteres lustiges Erlebnis zum Thema von dem Video Leiden, Pech und Karol.
ist jetzt Sonntag, Nachmittag, 12:15 Uhr. Ich bin jetzt kurz vor dem Ziel in Nendeln im Fürstentum Liechtenstein. Nach über 1500 km Fahrt in 4 Tagen. Und jetzt gehe ich eben zum Kunden und lade mein Material aus und fahre dann gemütlich nochmal zurück heim nach Zürich oder respektive Gerlswil. Heute am 4. Tag hat es leider kein Pleiten, Pech und Pannen. Es hat eigentlich fast alles funktioniert bis jetzt. Und ich hoffe, es bleibt so. Mein Auto hat wunderbar geschäbt. Und vielleicht gibt es wieder mal so ein Abenteuer. Ciao, ciao.